bin mit dem MC Indians Germany hier und die sind befreundet mit den Iron Drivers und deswegen sind wir schon zum mehrfachen Male hier. Sie machen noch ein Fest, wie es eigentlich herkömmlich ist. Wie es früher war, ohne den ganzen Kommerz. Und das ist das, was uns gefällt. Oder? Es ist halt ganz was anderes, als wenn du in einem Cabrio rumfährst oder in einer dicken Limousine. Das ist natürlich immer noch ein bisschen mehr Freiheit als in den tollen Autos. Ja. Merkt man ja, wenn man hier vor Ort ist, die Atmosphäre, der Sound, es macht Spaß zu fahren. Irgendwann habe ich auch entschieden, selber zu fahren, vor 20 Jahren und es macht einfach Freude und auch die Menschen und die Szene ist einfach schön. Das Ganze ist gut. Ich finde auch gut, dass da zum Beispiel Städte zugemacht haben für die Autos, dass da Bikes drin sind. Hat viel normale Leute, die schauen können, die auch den Plausch haben. Und da finde ich gut, dass es so ein bisschen Mix gibt. Gell? Und nachher, dass du in Ruhe gehst, in Big Hill, das Fest kannst machen, die Sau rauslassen, finde ich ganz gute Sache. Das Highlight ist halt für mich jetzt gewesen, daher zu fahren, hier übers Land natürlich, ja, über die Höhe dann irgendwie dort oben bei Beromünster und in dem Gebiet, das war halt schon das Highlight. Und das ist ja natürlich jetzt irgendwie das Sahnetüpfeli dann auf dem E hier. Diese Töpfs sind ja ganz verrückte Töpfs dabei. Ja, das, man muss sich hier nur mal umschauen. Das Allerwichtigste für mich persönlich ist immer das Wetter. Aber ansonsten ist natürlich das Angebot, die Menschen, die gute Laune haben und man kann einfach entspannen, trotz Lautstärke.